Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück zu This Land is My Land. Ich werde versuchen, jetzt noch einmal hier diese Farm zu überfallen. Ich habe eigentlich noch genügend Pfeile übrig, um die letzten Gegner jetzt auszuschalten. Es sind zwar nur Stun-Pfeile, aber so wie ich das jetzt herausgefunden habe mit dem Karma, ist es so, dass ich pro Gegner, den ich einschüchtere und vertreibe, statt ihn zu töten, 100 Skill-Points bekomme. Und für jeden Gegner, den ich töte, bekomme ich 40 Skill Points und halt schlechtes Karma. Also wenn wir ihn einschüchtern, den Gegner, statt zu töten, dann bekommen wir gutes Karma. Ich weiß allerdings, also es muss ich irgendwie versuchen in der Waage zu halten. Wenn ihr schlechtes Karma bekommt, sind die Gegner, wie gesagt, in den Camps überall aufmerksamer. Na. Das ist Flachs einsammeln. So, also, jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Da ist noch ein Gegner, da ist noch ein Gegner. Und da hinten ist noch einer. Es sind also drei. Wir haben jetzt keine Steine mehr. Aber wir könnten uns eventuell noch so ein Bush Hideout. Was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe, ist, dass, ob wir durch diese Fallen hier tatsächlich gutes oder schlechtes Karma bekommen. Ich nehme aber nach wie vor an, es ist schlechtes Karma. Denn durch die Fallen werden die Gegner getötet. Und letztendlich kann das nicht besonders gut sein für das Karma. Würde mich mal noch interessieren, wir könnten es ja noch mal ausprobieren. Wir nehmen jetzt erst einmal so ein Bush Hideout. Ach, Entschuldigung. Wir haben hier eine Todesfalle. Und Alarmfallen, also Soundbaits, die lösen so einen kleinen Knallgeräusch aus und dann werden die Gegner angelockt. Ich möchte diese Farm jetzt eigentlich lieber erstmal noch zu Ende stunnen und deswegen okay, mein Camp hat einen weiteren Wooden Bow gecraftet. Schleichen wir uns mal hier noch ein klein bisschen näher an. Ja, der guckt genau in unsere Richtung. Also keine gute Idee. Hier sind aber auch wenig Verstecke, um sich von dieser Seite aus anzuschleichen. Ich müsste den Gegner jetzt wieder umwandern. Naja, gut, dann soll das eben vielleicht so sein. Man muss sich hier vielleicht doch immer wieder Zeit lassen, das Lager ein bisschen umwandern. Gucken, wo können einen die Gegner sehen. Von wo kann man sich am besten anschleichen? Wo kann man sich am besten verstecken? Im Endeffekt nehme ich auch immer noch gerne den Bogen und würde die Leute lieber stunnen. All dieweil ich mir am Anfang noch nicht so viel schlechtes Karma einsammeln möchte.
Wir können ja mal versuchen, ob wir vielleicht ein paar von den anderen, wenn wir das jetzt hier umlaufen, werden wir nicht so wirklich gesehen. Es ist noch ein bisschen tricky, muss ich sagen, diese richtige Kameraeinstellung zu finden. Wir nehmen es jetzt erstmal so. Er switcht halt immer nur in die eine oder andere komplette Hälfte, nie irgendwie so richtig in die Mitte. Das macht es doch ein bisschen schwierig. Es ist zwar eine sehr praktische Sache, weil ich mich damit sozusagen überall umschauen kann. Vor allen Dingen an den Ecken. So, und dann müssen wir mal gucken, wo sind hier noch da hinten? Oh. Er sollte uns nicht sehen. Aber den könnten wir eventuell stunnen, wenn er hier vorbeiläuft. Nein, der läuft ins Haus rein. Dann versuchen wir ihn mal dort zu erwischen. Jetzt geht er wieder aus dem Haus raus. Okay. Auch sehr schön, dass man hier durch die Glasscheiben schauen kann. Da drüben arbeitet also noch einer am Haus. Der geht jetzt drüber. Ich sag mal so, es müsste eigentlich mir gelingen, diese zwei mit dem Stun Arrows auszuschalten, auch wenn sie mich dann sehen. Also jetzt am Schweinestall. Und der immer noch dort. Versuchen wir mal Folgendes. Ich versuche mich mal an den hier ranzuschleichen. Ihn von hinten zu stunnen. Schnell. Ich komme natürlich hier über den Zaun so nicht rüber. Wie ist der da reingekommen? Durch das Gitter. So, jetzt werden wir seinen Kollegen stunnen. Hast du was zu sagen? Na? Komm schon, bevor dein Kumpel aufwacht. Okay, einer ist Hat er uns gesehen? Kann er eigentlich nicht. So, jetzt sollten wir den hier schnell verscheuchen. Der andere scheint noch nicht aufmerksam geworden zu sein. Die Schweine sind natürlich jetzt hier unterwegs. Okay. Wo ist er? Steht da.
So, der ist auch gestunt. Jetzt müssen wir mal den hier interrogaten. Also verscheuchen. Auf gut Deutsch. So. Er hat zwar noch seine Waffe, das ist aber egal. Jetzt werden wir den hier looten. Take all. Und haben wir den auch. Leider kriegen wir die Pfeile nicht zurück. Die stecken da jetzt in ihm drin. Das sieht etwas komisch aus, finde ich. Oh, den haben wir aber gespickt eigentlich mit Pfeilen. Na gut. Oh, da ist noch einer. Das lassen wir mal fallen. Das auch. Solange da noch einer ist. Der ist jetzt anscheinend im Haus. Hab ich dich. Are you useful? Here, go and take this. That's all I have. I told you one. Nicht zu sagen. So. Nein, wir wollen nicht das Fass looten. Wir wollen ihn hier looten. Nehmen wir mal alles mit. Und verscheuchen wir den Jungen. Ist immer nice, dass da auch die Namen angezeigt werden. Exizo. Okay. Oh, da drüben haben wir anscheinend noch einen vergessen. Der ist jetzt wieder aufgewacht. Okay. Streichen wir uns rumherum. Ich möchte eigentlich meinen, dass wir den vorhin schon verscheucht haben. Ah, ich glaube, der läuft auch. Ja, ich glaube, der läuft weg. So, dann müsste uns auch gleich angezeigt werden. Tonto Space is overpopulated. Okay. Wir sind anscheinend ein wenig überbelastet, was die Leute angeht. Hier scheint noch irgendwo einer zu sein. Ah. Nee. Jetzt ist es verlassen. Okay. Damit haben wir jetzt, oh, 907 Skill Points. Dann, was können wir jetzt hier verbessern? Weapon Damage brauchen wir erstmal noch nicht. Bogen Genauigkeit brauchen wir erstmal auch noch nicht. Was gut wäre, wäre hier noch das Spyglass 2. Nullify your Karma. Clean Karma 1. Okay. Und beim Hunter könnten wir noch Bogen und Gathering verbessern. Also Spuren lesen. Wahrscheinlich. Oder das Jagen allgemein. Improved chance to finding more meat. Sinew and skinning animals up to 50. Was wir eigentlich bräuchten, wäre später das hier. Die Felle uns zu besorgen. Backpack Capacity. Das wäre natürlich auch ganz nice. Dann könnten wir etwas mehr mit uns herumtragen. Ich möchte allerdings mehr auf 4 Spyglass 2 warten. Brauchen wir also noch ein bisschen Skill Points. Okay.
So, wie sieht denn jetzt die Situation hier aus? Oh Gott. Ah, das scheint sich hier ganz schön hinzuziehen. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu diesem Flats River Camp, Bohannans Flats River Camp, versuchen dort die Leute zu vertreiben, über zu diesem Outpost. Und von diesem Outpost machen wir eine Schnellreise zurück, ja, zu diesem Lager und versuchen mal noch irgendwie hier noch was dazu zu gewinnen. Es muss uns doch gelingen. Außerdem brauche ich noch ein paar Steine, um eventuell mehr Stun Arrows herzustellen, denn jetzt haben wir nur noch 8. So, gab es hier noch Loot? Ja, da ist ein Fragezeichen. Was ist das denn? Butterback. Oh. Ein Trinkbeutel für Stamina. Kann man immer gebrauchen. Das ist eher nicht so interessant. Aber dann ist das Fragezeichen. Na, dann nehmen wir es halt mit. Gut, das Fragezeichen ist zwar immer noch da. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch eventuell irgendwelchen anderen Loot finden. Loot, 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 Loot. Hier ist noch Loot. Eine Patronenhülse. Willst du mich trollen spielen? Der ganze Wagen ist leer. Gibt es hier noch was? Nein, ist auch leer. Tja, dann gibt es hier wenigstens Pferde. Gesattelt. Wir könnten noch die Hühner hier mitnehmen. Oder? Was kann man mit diesen Hühnern eigentlich machen? Anscheinend nichts. Ich weiß auch nicht, ob die Schweine hier zu töten, das würde zwar wahrscheinlich das Fleisch bringen, aber ehrlich gesagt, das Vieh hier zu töten, halte ich jetzt nicht unbedingt für sinnvoll. Das mitzunehmen eigentlich auch nicht. Das schmeißen wir mal alles raus. Die Munition können wir behalten. Okay. Purple Cornflower. Ja, macht auch ein bisschen Health. Gut, dann. Das nächste Lager ist in diese Richtung 340 Meter. Auf geht's. Es ist noch Nacht. Nutzen wir die Gelegenheit. Eventuell erwischen wir sie im Schlaf. Das klingt irgendwie falsch, wenn ich es sage. Aber auch notwendig. Anscheinend habe ich mein schlechtes Karma vom Anfang wieder weggemacht, indem ich die anderen hier vertrieben habe. Man kann also gutes Karma und schlechtes Karma ausgleichen. Das ist dann wahrscheinlich auch der Trick im Spiel, die gute und böse Seite der Macht quasi richtig zu nutzen, einige zu vertreiben und andere nicht. Am Anfang würde ich, wie gesagt, erstmal darauf setzen, weniger Leute zu töten. Schon allein, weil sich dadurch mehr Lager eurem Widerstand anschließen. Hallo Jungs. I can be useful. I can be useful. My heaven is there. Go take them. I can be useful. Please leave me alone.
So, den haben wir also gestunt. Zumindest eine Schrotflinte. Nehmen wir mal mit. Und vertreiben den Jungen. Ich habe zwar jetzt nur noch vier Stun-Pfeile, das ist mir aber egal. Gespickt mit Stun-Pfeilen schlägt er nach Fliegen, die nicht da sind. Mach's gut. Ich habe jetzt nur leider keine Informationen mehr aus ihm rauspressen können. Oh, Büffelfell. Nehme ich. Büffelhorn, Büffelsehnen, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Das nehme ich mit. Das Fleisch nehme ich auch mit. Was ist das denn? Barrel, das ist anscheinend und Gunpowder. Nehme ich mit. Das Holz könnte ich auch gebrauchen. Den Rest lassen wir hier. Okay. Na, das hat sich doch richtig gelohnt. Campfire. Licht aus. Okay. Der hat auch noch ganz nette Sachen dabei. Okay. Und vertreiben. So, was haben wir denn jetzt hier? 3 Kilo überladen. Wir machen das einfach mal folgendermaßen. Wir nehmen mal das Gewehr und laden nach. Dann nehmen wir den Revolver und laden ebenfalls nach. Haben wir da nicht noch etwas Munition? Ja. So, jetzt sind wir schon sehr viel weniger überladen. Das essen wir mal. Was können wir noch essen? Das Ei. Dann, was wiegt hier noch etwas mehr? Das Holz. Dann craften wir doch einfach mal noch ein paar Pfeile. Noch 1 Kilo. Was könnten wir noch rauswerfen? Bum, 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 So, damit dürfte unser Health auch wieder voll hochgehen, hoffe ich doch. Ja, der Balken füllt sich langsam wieder. Da drüben ist ein wildes Pferd und ein Zelt. Da wartet also noch Loot. Wenn man hier an das Pferd sich anschleichen kann, leider nicht. Ich hätte wahrscheinlich jetzt mit einem Seil. Aber wie man das genau macht, weiß ich auch noch nicht genau.
Müssten wir auch noch rausfinden. Okay, Tabak. Nehmen wir mal mit. Die Trinkbeutel nehmen wir auch mit. So, und damit sind wir doch schon eigentlich ganz gut gerüstet, um hier dann diesen Outpost zu erreichen. Zurück zum Pferd. Das ist in dieser Richtung. Health ist anscheinend jetzt auch wieder voll. Der Balken wird gar nicht mehr angezeigt. Da ist mein Pferd. Ja, auf da. Auf zum Outpost. Jawohl. Läuft doch ganz gut. Ganz gutes Karma angesammelt. Jetzt müssten wir nur noch vielleicht ein, zwei mehr Camps für uns gewinnen. Neue Stun Arrows herstellen. Wenn ich dann das Spyglass verbessert habe, könnten wir sogar unseren großen ersten Hauptauftrag erfüllen. Das scheint mir also gar nicht mehr so abwegig zu sein. So, jetzt sind wir fast am Outpost vorbeigeritten. Am Fluss haben sie den gebaut. Okay. Na dann. Ja. Das finde ich vielleicht noch ein wenig unrealistisch, das Feuer so nah am Fluss zu bauen. Aber wer will nicht zu urteilen, speichern. Okay. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wow, da hinten läuft ein Maispferd quer durch den Bildschirm. Eventuell würde ich ganz gerne mal auch rausfinden, wie man solche Pferde einfangen kann. Aber das können wir ja mal in einer der nächsten Folgen gerne testen. Und dann werden wir uns hier Joseph Hoffman und dem Fort Pierce zuwenden, wenn ich noch ein paar mehr Stun Arrows hergestellt habe. Und dafür werden wir mit einer Schnellreise dann zu unserem Lager zurück. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, beende ich mal diese Folge. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt: This Land is My Land mit Tonto, dem Indianer, und mir, Pastor Pinsi. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.